Ich muss nochmal zurückbauen, weil der Roller viel zu fett lief. Und ja, das heißt, ja, Zündkerze kontrollieren. Ja, das mache ich zuerst mal. Ganz in Ruhe. Zündkerze kontrollieren. Das mache ich dann zuerst. Jetzt schon hier vor allen Dingen deutlich zu fett und ja finde ich jetzt deutlich zu fett, vor allen Dingen hier vorne, ja, und ja, da dieses, wenn ich jetzt weiterfahre, da wird das zu fett und das ist auch doof und ja, von daher brauche ich jetzt das alles auf Standard wieder zurück. Dann kommt die jetzt erstmal wieder hier rein. Das hätten wir auch. Nächstes kommt jetzt die Rheumatik drauf. So, jetzt wird das alles nochmal halt abgeschraubt. Ist logisch, weil sonst kommt man da nicht an. Kennt ihr noch von meiner Abstimmung bei der Sportkupplung oder halt die Rheumatik?
jetzt übrigens doch den Schlagschrauber wieder, weil weil mein Blockierwerkzeug, diese Schrauben, die verbiegen sich schon bei Kraft. Wenn man richtig Kraft drauf gibt, dann verbiegen sich die Schrauben schon. Und ja, finde ich den Schlagschrauber besser. Nur wenn man nicht so lange drückt oder so, dann geht das schon. Nicht wundern, warum diese Riemenscheibe so schwer runtergeht. Ich glaube, da ist mein Dingens kaputt. Also fast kaputt. Diese Verzahnung. Das wäre doof. Moment, aber wenn man ein bisschen wackelt, dann geht das. So muss das aussehen. Hey, na cool. Ja. Mal hier den 9mm Distanzring. Und dann haben wir hier 10mm. Die kommen wir jetzt. Ja, aber ja, ich hoffe, das macht nichts. Das wirkt sich nur irgendwann auf meinen Spritverbrauch aus, aber naja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist dann jetzt wieder alles. Teardrops still fade away, and my crying eyes will now see clear. The voice inside me afflicted all day, cause of loneliness I fear. All the times we've been together, wenn ich den jetzt so lasse mit dem 10mm Distanzring, dann will er zwar hochdrehen, aber kann nicht hochdrehen, weil der Vergaser so fettig eingestellt ist und so, und das passt alles nicht, und dann fahre ich aufgrund von der Dicke vom Distanzring her nur noch irgendwie 15 oder 20 Gramm. Ja, von daher mache ich das jetzt so, dass es sich am Ende dann wieder ausgleicht. Laut, ey. Oh Mann. Naja. Das. Sometimes it struggles over.
große Hauptschraube, die kommt da auch hin. Jetzt im Vergaser weiter. Also mit dem Vergaser geht's dann jetzt weiter. So. Jetzt schraube ich den Vergaser mal ab. Das kann ja auch nicht sein. Das ist ja auch nicht so richtig, dass ich dann mal hier mit Dingens, mit einer Düse, fahre, die zwei Nummern zu groß ist oder so. Ist ja auch nichts, nicht das Wahre. Und wie gesagt, als ich damit gefahren bin, da ist dann da kam der nicht richtig auf Drehzahl und machte halt ja. Und ja, das ist dann auch nicht gut. Auf Dauer, glaube ich. Glaube ich. Ihr könnt ja berichtigen, wenn ich falsch bin. Ja. Das weiß ich eben nicht. Jetzt einfach den Vergaser, eigentlich, abziehen. Das ist der Vergaser. Sieht er ja noch aus dem letzten Video. Ja, wo ich nichts gemacht habe, läuft hier, kann man ganz gut erkennen, hier die ganze Suppe runter. Naja, machen wir den erstmal jetzt wie gewohnt auseinander. Alles nicht so einfach. Das Gummi ist wie gesagt, also das hier ist so hart, dass ich dazu noch einen Schraubenzieher habe. Den Vergaser jetzt
schön gerade halten, damit doch nichts ausläuft. Und ja, da ja hier in der Schwimmerkammer da unten noch ein bisschen Benzin drin ist, zeige ich euch das jetzt, wie man das halt, ja, damit doch hier nichts auf den Boden kommt oder so. Das zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Jo, wir haben jetzt hier. Wir haben jetzt hier unsere Öffnung fürs Benzin. Und da machen wir einmal das Segelrohr drauf. Dann sehen wir, aha, wir haben noch ein bisschen Benzin drin, der Tag ist gerettet. So kann es weitergehen. Jetzt nehmen wir uns hier den Verbraucher. Und versuchen, das irgendwie ganz vorsichtig reinzugießen. Irgendwie. Ich hätte, glaube ich, doch vorher einen Trichter mitnehmen sollen. Oh, so geht's jetzt auch. Jetzt geht's an den Wechsel der Hauptdüse. So. Wir haben hier noch die 52er Düse. Also da ist jetzt die 50er drin und die 52er Düse gehört hier rein. Und ja, das machen wir jetzt einmal ganz kurz. Da wird hier erstmal noch alles aufgeschraubt, ganz normal. A summer's day and I'm feeling good. The sun is shining away, it should. 4 o'clock and the train feels right. Already found my girl for the night. Alright, I'm looking up to the sky, so high. I fly, it's a party, no time to cry. Don't be shy, just try, can't go bad. To put your tie on your head. Yo, und schon. Was sehen wir hier? Eine viel zu große Hauptdüse und die kommt jetzt raus. So. So, die brauchen wir erstmal nicht, bis wir einen neuen
Ja, Luftfilter haben. Kann die mal weg. Dann kommt jetzt hier die Standarddüse rein. Na, Größe 50 kann man erkennen, glaube ich. Und ja, die kommt jetzt hier rein. In den Versager. Vergaser, Entschuldigung. Da kommt die jetzt rein. Die ist auch, glaube ich, wenn man das so sieht, ein bisschen höher gebaut. Die andere war ein bisschen flacher. Naja, egal. So, und jetzt einmal das. Dann kommt jetzt. Gucken, ob die Dichtung wieder sitzt. Dann wird das hier wieder festgeschraubt. Ganz normal, entspannt. Gemischeinstellschraube doch mal einstellen. Weil also diese Schraube hier muss ich nochmal einstellen, diese hier. Weil als ich den nochmal anders eingestellt habe, ja, dachte ich, das Gemisch wird etwas magerer, aber durch das hier, ein kleiner Schraube, aber war nichts. Das Gemisch war durch die 52er HD dann immer noch ein bisschen zu fett. Und ja, dann richten wir uns jetzt mal an die Werksangabe. Das heißt, einmal ganz rein, dass es nicht mal geht. Und jetzt mal gucken. Halbumdrehung. Dann noch eine ganze, das ist jetzt eine ganze Umdrehung. Und dann noch eine halbe Umdrehung. So. Jetzt ist sie wieder eingestellt, wie vom Werk aus. Jetzt noch hier. Filterkasten drauf stecken oder drauf klappen, wenn er so schwer geht. Aber klar, dass er nicht richtig sitzt. So. Jetzt aber. Jetzt geht das. Jetzt einmal so und fertig. Jetzt kann er eingebaut werden. So, jetzt kann er eingebaut
Minuten. Dass auch alles so funktioniert. Jetzt mal hier. Könnt ihr glaube ich sehen, mal ein bisschen verschrauben. So, und jetzt nur noch das hier festschrauben, den Gaszug. Nicht zu fest, weil nach fest kommt ab, ist logisch. Das hier ist für Benzin, der kommt dahin, neben dem Gaszug, und der hier ist für Unterdruck, damit auch Benzin ansaugen kann. Und jetzt noch hier den Choke mit Kaltstart verbinden. Und jetzt müsste da eigentlich wieder einsatzbereit sein. Auch hier den Dingens, den Vergaser. Anmachen, gucken, ob alles funktioniert. Eventuell Standgas einstellen und jo, dann sind wir schon fertig. Jetzt, wenn er gut läuft, kann man eigentlich schon wieder alles zusammenbauen. Und dann, ja, dann immer noch fertig.
Ja, wenn wir das jetzt alles haben, dann wie gesagt jetzt nur noch einfach drauf bauen und jo, dann vielleicht noch eine kleine Testfahrt und jo, das war's.